Ich meine, es ist eigentlich besser verläuft, wie wir es vorher geahnt hatten, weil jede Sprengung ist wieder etwas Neues und hier war eine Besonderheit gewesen, dass wir zwei verschiedene Einsturzszenarien hatten, einmal ein Kollaps und einmal dann das Kippen des Mittelteils rauskippen. Und das sind natürlich jede Menge Unwägbarkeiten, fast die Armierung hat das alles so, damals in der Entstehungsphase ist das alles so aufgebaut worden. Und letztendlich hat sich jetzt bewiesen, dass es die Ansätze richtig waren, die jetzt berechnet worden sind durch den Abbruchstatiker. Hat auch so funktioniert. Sind Sie jetzt erleichtert, dass alles so gut geklappt hat? Das kann man schon so deutlich sagen. So eine innerstädtischen Bereich, so eine Sprengung ist nicht ganz einfach und deshalb sind wir froh, dass das so funktioniert. Die Anspannung ist also auch von Ihnen abgefallen? Ja, langsam auf alle Fälle geht das. Ja. Das heißt, was machen Sie jetzt danach? Gehen Sie eintrinken? Nein, oder? Wir kontrollieren jetzt erst nochmal den Bereich. Das haben wir ja im ersten Schritt schon getan. Jetzt werden noch die Schwingungsmessungen ausgewertet. Wenn wir da sicher sind, dass alles läuft, dass alles so entsprechend schadensfrei abgelaufen ist, dann werden wir mal drüber nachdenken, ob wir vielleicht einen Kaffee trinken. Alles klar, super. Vielen Dank.